Liebe Leute, willkommen zurück auf meinem Reaction-Kanal. Wir reagieren jetzt auf den lieben Tremont oder Trey, wie auch immer. Gutes Thema, große YouTuber benutzen Kind als Werbegesicht. Scheint irgendwie ja neuerdings ein Trend geworden zu sein, seine Kinder vor die Kamera zu ziehen, um seine eigene Reichweite zu verbessern. Es wird wehtun, glaube ich. 14 Minuten geht das Video, wir gehen rein da. Eigentlich wollte ich heute kein Video machen, aber da ich aus Zufall mehr oder minder ein akustisches Schleudertrauma erlitten habe, dachte ich, teile ich mit euch mal meinen Schmerz. Auch habe ich mir gedacht, frage ich doch mal meine Community, was sie zu diesem akustischen Anschlag auf unser Gehör zu sagen haben. Und nun ja, ihr hattet einiges zu sagen und dementsprechend sitze ich... War das auch ein Discord-Server? Hat Trey auch einen Discord-Server? Wahrscheinlich, ne? Sieht aus wie Discord, meine ich. Einiges zu sagen und dementsprechend sitze ich jetzt hier und mache ein Video über diese Thematik. Aber worum geht's eigentlich genau? Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an dieses Video. Was? Leichtsinnige Placements? Ach, vor einem Jahr, Sascha. Oh, hat Sascha mal ein Video gegen Tim Jacken gemacht? Oh. Dieses Video. Aktiv Jugendliche dazu zu animieren und dafür Geld zu bekommen, ich weiß nicht. Nee, ich weiß es, ja, macht man nicht. Nicht nur, dass du Werbung für ungesunde Ernährung machst, nein, du stehst mit deinem Namen für einen Konzern. Für die Leute, deren Lebensinhalt nicht YouTube-Beef ist, fasse ich vielleicht nochmal kurz zusammen, was effektiv in dem Video von Sascha kritisiert wurde. Okay. In ihrem Video kritisiert Sascha TJ, der in einem Product Placement Werbung für Fast Food gemacht hatte. Er hat effektiv seine gewaltige Reichweite verwendet, um ein Unternehmen, das... Burger King. Eigentlich feiere ich Burger King Chat. Unglaublich moralisch problematisch ist, Reichweite, Plattform, Sichtbarkeit für Geld zu geben. Kann man kritisieren. Man kann sich, wie gesagt, auch einfach einen gewissen Anspruch an sich selber stellen, wenn es um Placements geht. Hat TJ verstanden? Sieht er genauso? Haben wir alle verstanden? Man kann das gut kritisieren. Fast Food, ein schwieriges Thema. Letztendlich muss natürlich jeder für sich selber wissen, ob er Schmutz in die Futterluke reinböllern will oder nicht. Aber dafür werben, als wäre das was Gutes, das kann man natürlich kritisieren. Dabei war TJ mit seiner Werbung für Burger King definitiv nicht die einzige Person des öffentlichen Lebens, die für Fast Food Werbung gemacht hat. Wenn wir uns in diesem Fall vielleicht an Shirin Davis und ihre McDonalds-Werbung erinnern, fällt einem relativ schnell auf, dass Fastfood-Ketten ein großes Interesse haben könnten, Personen des öffentlichen Lebens, Influencer mit einer großen Fanbase und einer engen parasozialen Beziehung zu ihren Fans zu bekommen, damit diese für ihre Produkte... Also ich sage euch ehrlich, unter gewissen Voraussetzungen finde ich es gar nicht so dramatisch. Man sollte natürlich jetzt nicht behaupten, dass Fastfood super toll ist und super gesund ist, wenn man dabei der Wahrheit bleibt und meint, ey, gönnt euch mal einen Burger bei, keine Ahnung, McDonald's und es ist cool hier, dann finde ich es okay. Aber man sollte halt auch ganz klar sagen, dass das jetzt nicht die Haupternährung sein sollte. Wobei ich finde, dass man so eine gewisse Eigenverantwortung auch mitbringen sollte. Nur weil ich eine Werbung sehe, die vielleicht von einem Künstler gemacht wird, den ich feiere, heißt das nicht, dass ich blind immer vertrauen sollte, dass da alles gut ist, was beworben wird. Ja, kann man, das ist ein Thema, worüber man streiten kann. Aber ein bisschen so Eigeninitiative und eigenes Mitdenken wäre doch auch mal ganz gut. Werben können. Und da kann man sich natürlich fragen, warum ist das so? Kinder sind erstmal ein Tor zum Portemonnaie der Eltern. Aber dahinter steckt noch deutlich mehr, nämlich das sogenannte Lebensphasenkonzept. Ganz simpel gesagt, Kinder beeinflussen mit Gequengel die Eltern, damit sie etwas kaufen, was die Kinder haben wollen. In dem Fall McDonald's. Und mit viel Farben und bunten und hihi, haha und sowas kann man Kinder halt einfach leichter beeinflussen als Eltern, die eventuell auch noch über die Konsequenzen besagter Käufe nachdenken und das Geld dafür bereitstellen und erwirtschaften müssen. McDonald's will Kinder bereits ganz früh an den Geschmack der Produkte und an die Marke gewöhnen. Wer McDonald's schon als Kind lieben lernt, verbindet später viel Gutes mit der Marke. Wenn du positive Gefühle, Erinnerungen und Erfahrungen mit McDonald's gesammelt hast, dann fördert das Markentreue. Und mit dieser Markentreue, die ein rein emotionales Konstrukt ist, tendiert man auch darüber hinweg zu sehen, dass die Produkte, die dort verkauft werden, nicht gut oder gesund oder sogar lecker sind. Dementsprechend hat McDonald's als Unternehmen, als Konzern ein großes Interesse, ihre Zielgruppe, Kinder möglichst früh und effektiv zu erreichen. Also ist ja nicht nur bei McDonald's so, ne? Also ich glaube, jeder große Konzern hat irgendwie Interesse daran, möglichst gut auch bei der jüngeren Community dazustehen. Das haben wir ja sogar, wenn du das auf ganz banale Ebene haben möchtest, hast du das bei TikTok ja schon, wenn man da so Ausschnitte von Edeka sieht, ja, so richtig diese TikTok-Trends von Edeka, die finde ja sogar ich lustig, dass die Kinder schon ganz früh merken, boah, Lebensmittel am besten bei Edeka oder am besten bei Rewe oder whatever kaufen. Ich glaube, jeder große Konzern hat Interesse daran, dass Kinder das feiern. Ja.
Und das hat man. Und ich weiß gar nicht, Burger King macht das doch safe auch. Also man schießt sich jetzt da so auf Mc's ein, aber ich glaube nicht, dass es bei den anderen großartig anders aussieht. Früher gerne mit diesem Dude hier gemacht. Und vielleicht ist euch ja aufgefallen, dass der Bree gar nicht mehr so viel zu sehen ist. Unter anderem daher, das finde ich relativ wichtig an der Stelle, weil in Amerika 2016 eine Clown-Hysterie ausgebrochen ist. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch an diese schrecklichen, schrecklichen Prank-Videos. Ja, aber war das nicht in Italien? Ich glaube, diese Horrorvideos, ach, ihr seht das gar nicht, Chat, da mit so einem Clown, der irgendwie scheinbar bewaffnet ist. War das nicht in Italien? Ich habe da irgendwie gerade eine Erinnerung dran. Ich habe nie verstanden, warum man Clowns als cool, witzig oder gut für Kinder wahrnehmen könnte. Das sind geschminkte, weird aussehende Dudes. Das ist nicht lustig. Als Kind fand ich die schon gruselig. Als Erwachsener finde ich die sogar noch gruseliger. Und dann gibt es solche Leute wie John Wayne Gacy. Also ja, haben wir das im Stream geguckt, Chat? Ich glaube ja. So Serienkiller. John Wayne Gacy. Also wer von euch die Serie, ach, wie hieß denn der eine nochmal, Chat? Der, da gibt es eine Netflix-Serie von so einem Serienkiller, der ganz viele junge Männer da irgendwie, ja, wie soll ich sagen, ja, ermordet hat natürlich, aber auch aufgelöst hat in Salzsäure oder deren Köpfe irgendwie aufbewahrt hat. Ah, ich komme nicht drauf. Jeffrey Dahmer, doch. Wer Jeffrey Dahmer gesehen hat, der kennt im Prinzip auch John Wayne Gacy, weil er da einen kleinen Auftritt hatte. Clown ist einfach eine ganz schreckliche Idee. Und It, was davon inspiriert ist, von John Wayne Gacy in dem Fall. Und weniger von der Clown-Hysterie, aber das ist alles ein wandelnder Image-Schaden natürlich für McDonald's. Und dann haben sie natürlich auch die Reißleine gezogen und Ronald McDonald in den Ruhestand geschickt. Ironischerweise forderte bereits 2011 die Organisation Corporate Accountability International von McDonald's, dass sie Ronald McDonald abschaffen sollen. Denn dieser sei laut einem Zusammenschluss von 50 amerikanischen Ärzten für eine Epidemie ernährungsbedingten Krankheiten verantwortlich, da diese, McDonald's in dem Fall mit Ronald McDonald, ihrem Maskottchen, kleine Kinder anködern, mehr bei McDonald's zu essen. Gibt's das eigentlich noch, Chat? Gibt's so eine Art Maskottchen bei McDonald's noch? Also ich weiß auch, dass ich so eine Spielfigur hatte von diesem Ronald McDonald. Aber ich meine, den gibt's nicht mehr, oder? Habe ich zumindest nicht mehr drauf geachtet. Ich bin aber tatsächlich auch sehr, sehr selten bei Mc's. Natürlich einen großen Anteil an Kinderübergewichtigkeit, Adipositas bei Kindern beiträgt, ist natürlich klar. Natürlich ist Fastfood nicht der einzige Grund, warum Kinder Adipositas entwickeln könnten, aber es ist natürlich kein Faktor. Da werde ich übrigens, Chat, da werde ich übrigens regelmäßig aggressiv, ne? Wenn ich Eltern zum Beispiel im Supermarkt sehe, mit ihren Kindern, keine Ahnung, letztens war da ein Kind, das war, I don't know, lass es 9 gewesen sein, 9 oder 10. Ey, so ein Körper. So ein Körper. Und aber die Mutter aber auch. Und ich denke mir so, okay, Mutter, also du kannst ja aussehen, wie du willst, ne? Kein Bodyshaming und so, aber ey, wenn ihr wüsstet, was alleine Übergewicht an sehr, sehr kritischen gesundheitlichen Folgen haben kann, denke ich mir so, ey, wie wird das Kind denn zu Hause ernährt? Oder was ist denn da der Fehler, dass das Kind gefühlt mit 9 oder 10 Jahren schon mehr wiegt als ich mit meinen 30 Jahren ausgewachsen? Ja, das verstehe ich nicht. Und dann guckst du, dann gehst du da vorbei, guckst da irgendwie bei denen in den Einkaufswagen und siehst, ja, okay, 10 Packungen Chips, 5 Packungen Eis und dann denkst du dir so, ja, sollte man vielleicht mal mit einer Ernährungsberatung sprechen. Den man ignorieren sollte. Diese Themen. Also esst, was ihr wollt, ne? Versteht mich nicht falsch, aber ich finde, Kinder müssen halt lernen, sich gesund zu ernähren und die müssen vor allen Dingen wissen, dass Übergewicht in dem Alter, das hat Auswirkungen auf das Wachstum, es hat Auswirkungen auf die Knochenstruktur, auf die Gesundheit langfristig, Diabetes, whatever, Blutfettwerte, Gefäßverkalkung, Herzinfarkt, Schlaganfall, die Liste ist ewig lang und das wird im Kindesalter schon geprägt. Und deshalb sehe ich das einfach maximal kritisch. Diese Problematik endet natürlich nicht an den amerikanischen Grenzen, sondern betrifft uns natürlich auch als Deutsche. Nach den aktuellsten Zahlen, die ich finden konnte, heißt es hier wie folgt. Laut dem KIGGS Welle 2 2014 bis 2017 sind 15,4% der Kinder und Jugendlichen von Übergewicht betroffen. 5,9% haben sogar einen Adipositas. Also ja, krass, ey, da wirklich, also Adipositas, das ist schon sehr stark gesundheitsgefährdend. 5,9%, ich finde es unfassbar. Und die einzige Schuld trägt im Prinzip, ja, oder die Elternteile, ne, logischerweise, weil die müssen sich ja irgendwie um die Ernährung kümmern, beziehungsweise das Kind aufklären, was es halt für Folgen hat. Also sind sogar krankhaft übergewichtig. Also nicht nur ein paar Kilo zu viel, sondern so viel, dass das
ernsthafte gesundheitliche Auswirkungen auf die Gesundheit des Kindes hat. Werden sie natürlich verlinkt in der Videobeschreibung, könnt ihr gerne für euch selber nochmal nachempfinden. Dass im Allgemeinen die Gesundheit des Kindes in Bezug zur Ernährung in Deutschland auch rege diskutiert wird, ist auch einsehbar. Das sind wie gesagt keine Themen, die an uns in der Gesellschaft vorbeigehen. So verfasst zum Beispiel der Starkoch Jamie Oliver ein breites Bündnis von über 50 Organisationen, die sich dafür einsetzen, dass man Kinder stärker gegenüber Fastfood-Werbungen schützen sollte. Dort heißt es wie folgt: Tag für Tag bombardieren die Lebensmittelindustrien unsere Kinder mit Werbung für Zuckerbomben und fertige Snacks. Sie schaltet TV-Spots während Fußballspielen, Castingshows und Kindersendungen und engagiert beliebte Influencer und Influencerinnen. Und weil ihr mich langsam schon... Ja, ja, ich finde das aber auch schrecklich. Kennt ihr den Nutri-Score? Also das mit dem A, B, C, D. Ich glaube, es gibt E auch noch. Und A wird dann immer grün angezeigt, ist halt angeblich besonders gut. Und D oder wie weit es geht, keine Ahnung, ist dann rot und soll heißen, Achtung, gefährlich. Ganz ehrlich, ich habe mir letztens Chips bestellt bei Rewe. Und da stand ernsthaft Nutri-Score A drauf. Und dann habe ich mich so gefragt, what? Also ganz ehrlich, wem will man denn erzählen, dass diese Chips, die einen ultra hohen Fettgehalt und zusätzlich noch einen ultra hohen Salzgehalt haben, was fürs Herz, by the way, beides nicht besonders toll ist, wem wollt ihr erzählen, dass das Nutri-Score A sein soll? Hä? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Überhaupt gar keinen Sinn. Und auch über den Body-Mass-Index kann man streiten, den finde ich auch nicht so toll, aber gut. A, B, C, D, E gibt es. Ja, aber what the fuck, wie können denn Chips A sein? In was für einer Welt leben wir? Also das kann weder aufgrund der Fettwerte noch aufgrund der Salzwerte oder Kaloriendichte, whatever. Was ist das für ein Scheiß? Dann berechnet man 20 Gramm oder was? Ich habe keine Ahnung. Kennt, werde ich natürlich diesen ganzen Artikel nicht vorlesen. Mein Gott, ich bin Legacy. Nutri-Score vergleicht Lebensmittel innerhalb einer Lebensmittelgruppe. Okay, aber das ist irreführend. Ich finde das total irreführend. Was ist denn das für eine Lebensmittelgruppe dann? Lebensmittelgruppe Chips oder was? Oder wie soll ich das verstehen? Im Verhältnis zu anderen Produkten derselben Kategorie. Ach, tatsächlich? Aber guck mal, das wusste ich gar nicht. Aber das ist doch ultra irreführend. Nee, ich fühle das gar nicht. Ich finde es scheiße, ehrlich. Da kann man es auch lassen. Ihr könnt selber lesen und das besser als ich. Ich habe den Artikel für euch auch in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr wisst, worum es geht. Und jetzt kommen wir nämlich auch endlich zu dem Grund, warum ich dieses Video mache. Das akustische Schleudertrauma. Denn ich bin über folgendes Lied gestolpert und habe den Glauben an die Menschheit erneut verloren. Jet, wir müssen das nochmal ausklamüseln. Ich weiß es, ich wusste es wirklich nicht. Nutri-Score macht es möglich, den Nährwert von Lebensmitteln einer Produktkategorie auf einen Blick zu vergleichen und sorgt für mehr Orientierung im Einkaufsregal. Aha. Ja. Ernährungsbedingte Krankheiten wie Diabetes, Adipositas, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind seit Jahren auf dem Vormarsch. Damit es einfacher wird, sich zu orientieren und für eine ausgewogene, gesunde Ernährung zu entscheiden, gibt es in Deutschland seit 2020 die Lebensmittelkennzeichnung Nutri-Score, um sich für eine ausgewogene, gesunde Ernährung zu entscheiden. Und dann erzählt mir einer, dass auf meinen Chips, wo 500 Kilo Salz draufgeschüttet worden sind, dass das Nutri-Score A ist? Und das ist mir vollkommen egal, ob das dann eine Produktkategorie ist, die verglichen wird. Hä? Aber der soll aussagen, dass man sich gesund oder bewusst ernähren soll. Ich finde, lost. Also, lost. Wirklich lost. Nachdem ich ihn schon verloren hatte. Chips, mega gesund, Chat. Von morgens bis abends würde ich nur Chips empfehlen. Super gesund. Ist das iCrimex, Chat? Nein, das hat er nicht getan. Hat er mal... Oh mein Gott. Sieht aus wie iCrimex. Ist er das? Besser wird's einfach nicht mehr. Gott. Ohne Witz, das ist ein wirklich direkter und grober, fahrlässiger, ekelhafter Anschlag auf meine Ohren. Das einzig Gute an diesem Video ist die Bewertung und die Kommentare. Die sind wirklich priceless. Da hatte ich eine schöne Zeit. Das hat effektiv wieder was in mir wieder repariert. Alter, was war... Warum geht denn sowas an mir jedes Mal vorbei? Aus welchem Jahr ist es? Ach du Scheiße. Ach, ja. Bombe. Ja, sieht schon gesund aus, Chat. Ich bin kein Musikkritiker. Das ist ja auch kein Song. Dementsprechend brauche ich sowieso nicht so tun, als wäre ich ein Musikkritiker. Hier geht es effektiv um das, was dieses Format, sagen wir es mal einfach, ist. Es ist Werbung. Es ist ein großes, vertontes, mit Musik
im Hintergrund unterlegtes Werbepiece. Ich bin schockiert und beeindruckt gleichermaßen, wie viel Werbung man in ein Video einbetten kann, ohne es zu markieren. Denn dieses gesamte Piece, Lied will ich es nicht nennen, ist weder als Werbung markiert, noch gibt es irgendwo ein Indiz, dass es sich hier in diesem Video um Werbung handeln könnte. Mutig, das nicht als Werbung zu markieren, könnte schmerzhaft werden. Was maximal frech ist, denn diese eine Person im Video... Alter, was? Warum? Warum? iCrimex bewirbt aktiv im Video sein Produkt. Hierbei handelt es sich um die Paul Berger Limo, die effektiv iCrimex gehört. Dass er die selber in die Kamera hält, dass die auch im Hintergrund zu sehen ist die ganze Zeit so, er die vertreibt und diese Limo jetzt auch in Österreich erhältlich ist, ist für mich ausreichend genug, dass ich sehe, dass das bewerbend ist. Ich meine, er verschenkt die ja nicht, aber ich bin ja kein Jurist, ich habe doch keine Ahnung, ich bin kein Jurist. Unabhängig von den wettbewerbsrechtlichen Implikationen, die eine Nicht-Kennzeichnung von Werbung mit sich bringt, ist das hier noch... Finde ich sehr, sehr mutig, Chat, weil ich kennzeichne bei mir jede Kleinigkeit als Werbung. Ja, also wenn ich ein YouTube-Video mache und man sieht halt schon die Holies im Hintergrund, ist schon Werbeinhalt. Und so ein großer YouTuber wie iCrimex, der Millionen Follower oder Abonnenten hat und viel, viel mehr Aufrufe erzielt, kennzeichnet sowas nicht als Werbung, kann wehtun irgendwie, wenn sich da mal einer ernsthaft beschwert. Mal aus einer psychologischen Perspektive zu betrachten. Denn für einen kritischen Umgang mit Werbung müssen Personen einerseits Werbung von anderen Informationen abgrenzen, sowie andererseits ihre beeinflussende Absicht und ihre interessengeleitete Informationsdarstellung erkennen können. Beide Aspekte sind an die kognitive Entwicklung gebunden und bei Kindern oft nicht gegeben. Wir berücksichtigen da hier bitte doch mal das Alter von dem kleinen Jungen. Der Junge ist ein Name, jeder weiß, wie ich heiß. Die Zahnlücke ist heiß und ich schwätze nur Prime. Und ich beiße in blaue Takis rein. Der hier regelmäßig... Ich glaube das alles nicht, Chat. Aber guck mal, als erwachsener Mensch kann man da rational drüber nachdenken, aber ich glaube wirklich, diese Takis zum Beispiel, ich habe ja noch einen 15-jährigen Bruder und bei ihm in der Schulklasse, ja, bei ihm in der Stufe, Takis, das war, glaube ich, letztes Jahr der Hype des Jahrtausends, ey, die haben alle Takis gekauft und ich war mit meinem Bruder im Rewe hier in Essen am Limbecker Platz und eine Packung Takis, ich glaube, da waren 50 Gramm oder so drin, wahrscheinlich übrigens Nutri-Score A, keine Ahnung, 6,99. Ich habe 6,99 Euro für eine Packung Takis bezahlt. Für einen Haufen Kacke mit Zucker. ...sich von allen dreien Creatoren ausgenutzt wird, um eine besonders junge Zielgruppe zu erreichen. Wenn Kinder Werbung für Kinder machen... Ja, Safe gibt es schon seit einem Jahr. Safe. ...und körperlich erwachsene Menschen davon profitieren, ohne das als Werbung zu kennzeichnen. So, Digga, ohne Witz, was ist denn schon wieder hier los? Und wir sprechen in dem Fall nicht über den akustischen Anschlag auf mein Geschmacks- und Gehörsvermögen. Das ist nochmal eine ganz andere Debatte. Die mal Lambo sehen, wissen Sie Bescheid. Oh yeah. McDonalds-Tüte auf dem Tisch. Boah, lauter bitte. In jeder Klasse, alle wissen das, Lehrer diesen Trick hassen. Etwas, was ich an der Stelle auf jeden Fall erwähnen möchte, was wahrscheinlich dazu beitragen wird, dass ich mal wieder anecke, aber ich bin natürlich nicht hier, um mir Freunde zu machen, ist die Tatsache, dass gerade Eltern es irgendwie als okay und normal empfinden, ihre Kinder... Du hast in Norddeich letztes Wochenende 8,90 Euro für zwei Kugeln Schokoeis bezahlt mit Sahne und Schokosoße? Ach du Scheiße, ey. Wahrscheinlich aber Nutri-Score A, ne? Ist ja alles Nutri-Score A. McDonalds-Fraß vorzuwerfen. Und dann heißt es, ja, man gönnt sich den Kindern mal was. Ja, was gönnst du deinen Kindern? Die Vergiftung? Am allerwitzigsten finde ich es dann, wenn diese Art von Eltern aber ihre Kinder nicht impfen wollen, weil das ist ja giftig und gefährlich und schädlich. Oder, nee, diese Schmerzmittel oder andere Medikamente, das geht ja nicht, das vergiftet mein Kind, man soll... Oh ja, müssen wir vorsichtig sein mit Schmerzmitteln, vor allen Dingen bei Kindern, ne? Ganz vorsichtig. Man kann auch Schmerzen anders lindern als immer mit Tabletten. Da muss man ein bisschen differenziert das betrachten, aber ich weiß, worauf er hinaus möchte, ja. Und aber auch, by the way, einmal mit einem Kind zu Mc's oder so, das vergiftet dein Kind jetzt nicht, ja. Es ist halt nicht gesund, aber wenn man das im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung auch mal macht, ist es okay, ja. Ich will auch nicht damit anfangen und solche Geschichten so. Wenn man sich aber dann mal anguckt, wie McDonald's ihre Pommes unter anderem behandelt, damit die auch immer so schön lang und kross aussehen,
Weil es kommt ja nicht von ungefähr, weil wenn du in deinem Garten Kartoffeln züchtest, dann sehen die nicht alle riesig und groß aus. Übrigens kenne ich mich sehr gut mit Dingen aus, die nicht riesig und nicht groß sind. Bedeutet das eine gewisse Art von Kartoffel? Eine, die besonders regelmäßig an Netznekrose leidet und schwarze Flecken entwickelt. Was natürlich nicht ganz so schön ist, um sie zu verkaufen. Was? Pommes von McDonald's, so giftig ist die Herstellung? Ah, Pestizide, ja. Was? Kartoffeln dort gern mal unter schwarzen Flecken? Netznekrose? Hab ich noch nie gehört, okay? Und was macht man dagegen? Man benutzt Pestizide. Oh. Und das schaufelt ihr euren Kindern rein, so. Weil man gönnt sich ja mal was. Aber ja, Medikamente, das geht gar nicht. Und bloß kein Antidepressiva oder Ritalin, weil... Oh mein Gott, also jetzt schmeißt der aber ein paar Sachen durcheinander, die man schon alle individuell und differenziert betrachten müsste, ne? Oh, schwierig. Das vergiftet die Kinder. Alles klar. Ritalin übrigens bin ich auch nicht der Fan von. Da distanziere ich mich jetzt auch von dem, was er gerade gesagt hat, weil Hausärzte in Deutschland bzw. Ärzte allgemein neigen dazu, relativ schnell Medikamente zu verschreiben, die ich aus fachlicher Sicht, wo ich mir immer so denke, ja, man könnte es auch erstmal ohne versuchen. Klar, es gibt Erkrankungen oder whatever, da muss man sich natürlich auch impfen lassen und man muss auch Medikamente nehmen, ja, klar. Aber Ritalin zum Beispiel kann ich auch von meinem Bruder berichten. Da meinte der Hausarzt irgendwann, der hätte ADHS oder whatever und er müsste Ritalin bekommen, um ruhiger zu werden. Ja, letzten Endes nimmt er sein ganzes Leben lang schon kein Ritalin, ist ein ganz normales Kind, bisschen aufgeweckter vielleicht als die anderen, aber man muss nicht immer gleich mit der Medikamentenkeule kommen. Also möchte ich an dieser Stelle nochmal erwähnen, dass ich über diese Thematik nur aufkläre, weil ich darüber gestolpert bin. Auch hat ein Stay bereits über Leontins Plattform und die Menschen, die ihn für Geld ausmelken, bereits berichtet. Auch ein Kaiser hat ein Video über besagten kleinen YouTuber-Jungen gemacht, dessen Account man gut von seinen Eltern... Ja, ich meine, das hätten wir auch geguckt. Und von Stay weiß ich nicht. ...Eltern geführt wird. Ob das gut ist, weiß ich nicht, weil die haben anscheinend überhaupt keinerlei Hemmungen, ihn auszuschlachten, was ich auch ganz komplett komisch finde. Das ist so merkwürdig. Unter anderem bewirbt der Dinge, die offensichtlich nicht für Kinder geeignet sind. Und wenn du als Elternteil das einfach so absegnest und sagst, ja, mein Kind soll auf jeden Fall gerne Strahlwirkung haben auf andere Kinder so, dann frage ich mich ernsthaft, wie viel Lack du wieder gesoffen haben solltest so. Das geht doch nicht. Ein Leontin säuft sich hier. Lorenz, dein Holy Eistee ist gerade angekommen. Hast du dir den Lemon bestellt? Lemon Honey and Black Tea? Weil wenn ja, der schmeckt halt original wie dieser Streusel-Eistee. Du musst den jetzt gleich probieren und musst bitte bestätigen, dass das so ist. Nicht, dass die Leute denken, ich laber Kacke. Der schmeckt original wie der Streusel-Eistee. Prime rein im Video und bewirbt das. Eigene Videos, wo er explizit Prime und sowas auf die Thumbnails drauf macht. Das sind keine Getränke für Kinder. Das ist nichts, was Kinder trinken sollen. Das an Kinder zu bewerben, ist so unglaublich messed up. Was ist hier schon wieder los? Und ich hoffe, dass man vielleicht noch ein paar mehr größere Creator sich diesem Thema annehmen und da mal ein bisschen kritisch drauf beäugen. Hier werden kleine Kinder als Werbefiguren inszeniert und verwendet, Leontin in dem Fall, um mehr kleine Kinder anzusprechen, denn ein iCrimex. Hä, Streusel-Eistee-Chat? Ihr wisst doch wohl, was ich meine, dieser, ja, wie hieß es denn? Streusel-Eistee von damals. Ja, hier sowas. Ah, warte, Chat, warte. Ich zeig euch, was ich meine. Ja, der sieht jetzt ein bisschen anders aus als er... Hallo, wo ist es hin? Wo ist es hin? Ich hab's doch gerade irgendwo gehabt. Das ist der von damals. War das Lidl oder so? Streusel-Eistee. Wait. Ich hab's sofort für euch. Ach, akzeptieren. Da, sowas. Als ob ihr das nicht kennt. Krümeltee. Granulat. Ja, ach, ihr wisst doch trotzdem, was ich meine. Und ein Lukas BS und diese andere Losty, ich habe keine Ahnung, wie die alle heißen, ist mir auch völlig egal, das hat keinen Content für Menschen, die älter als 20 sind, so. Und das wissen die alle selber, deswegen machen die so viel mit diesem Leontin. Es ist so unglaublich kaputt. Und diese Menschen beeinflussen eine sehr junge und sehr leicht zu beeinflussende Generation an zu mehr Konsum, zu mehr Müll, zu mehr Geltungskonsum. Was kommt als nächstes, wenn wir das einfach so durchwinken lassen, so? Was kommt als nächstes? Ey, in dieser Art von Welt soll ich denn eigene Kinder reinsetzen oder was? Wo ich 24-7 meinen Kindern über die Schultern gucken muss, weil eventuell könnte jemand da den Frankfurter Applaus bewerben, so. Ey. Ja, aber als Elternteil musst du sowieso drüber gucken. Ja, Werbung gibt's schon lange und nicht nur durch Influencer wie YouTuber beispielsweise, sondern damals wurde auch noch ganz viel McDonald's und Burger King Werbung, whatever, frei im Fernsehen gesendet. Ich weiß nicht, wie es heute ist, ob es da inzwischen irgendwelche Gesetze zu gibt, dass die Werbung nur zu gewissen Uhrzeiten laufen darf
oder nicht auf Kinderkanälen beispielsweise. Aber ich finde schon, dass die Eltern eine gewisse Aufklärungs- und halt eben auch Erziehungspflicht haben, um den Kindern mitzugeben, worauf man vielleicht im Leben einfach achten sollte. Ja? Kinder sind halt Kinder und die müssen es lernen. Und wenn du die alleine auf die Welt loslässt, dann gut, dann sind sie halt auch beeinflussbar. Ja? Wirklich? Wirklich nicht? Ich kann das doch alles nicht mehr. Was kann ich abschließend noch zu dieser ganzen Thematik sagen? Ich kann nicht mehr. Also wirklich, also wenn ihr euch ausschnittweise das angeguckt habt, so, da gibt es nicht viel zu sagen. Das ist einfach Schmutz. Das ist einfach Schmutz. Und es gibt genug Quellen, die man sich da reintun kann. Es gibt genug Berichte. Allein der Begriff Influencer ist doch Erklärung genug. Wenn man sich über die Verantwortung, die mit Einfluss einhergeht, nicht bewusst ist, so, ey, ganz ehrlich, was soll ich da noch sagen? Also was soll ich da noch sagen? Ohne Witz. Hier werden gezielt Kinder versucht dazu zu beeinflussen, Burger und Pommes bei McDonald's zu fressen, Prime zu trinken, Takis zu snacken, irgendeinen Zuckersaft von irgendeinem Influencer zu kaufen. So. Oder die Eltern dann in dem Fall. Das ist halt Schmutz. So, weiß ich nicht. Man kann natürlich sagen so, ja, aber hier wird ja nicht direkt zum Kauf angeregt. Ganz ehrlich, also in welcher Wattebausch-Welt lebst du denn so? Das reicht völlig kleinen Kindern und auch anderen Menschen, Produkte ins Gesicht zu halten und zu zelebrieren und zu lobpreisen, wie toll die doch sind, ohne zu sagen, jetzt kauft ihr aber doch bitte. So, deswegen ist für mich das Gleiche. Deshalb sage ich euch ja ganz offensichtlich, kauft euch Holy über meinen Code, Chat. Aber ich bin kein Jurist, keine Ahnung, ist mir völlig egal und das macht mich alles wütender, als es tun sollte, so ganz ehrlich. Hier ist ein Video dazu und ja, stell mir jetzt erstmal einen Kamillentee rein. Bevor ich hier noch wegraste und keine Ahnung, ey. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich kann nicht mehr. Ja, gutes Video, trotz alledem. Sehr interessantes Thema. Abonniert habe ich ihn. Like lasse ich auf jeden Fall da. Ich sehe es ehrlicherweise nicht so heftig wie Trey. Sehe es aber allgemein auch kritisch. Ja, kritisch kann man das sehen, aber nicht so krass wie Trey. Weil Eltern sind schon dafür verantwortlich, was die Kinder kaufen und konsumieren. Und wenn man dann mal zu Mc's geht, mal zu Burger King oder mal auch einen ungesunden Energy Drink trinkt, dann ist es im Rahmen einer ausgeglichenen Ernährung sicherlich auch okay. Ja, man sollte sich nicht alles verbieten. Und von daher, falls ihr meine Reaction bis hierhin geguckt habt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und schreibt mal als Algorithmus-Kommentar Nutri-Score rein. Schreibt mal als Algorithmus-Kommentar Nutri-Score rein. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Reaction. Bis dann. Tschüss.